Was ich weiß. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann werde ich ein Teppich. Dann kann ich den ganzen Tag liegen bleiben. Grüß Gott. Grüß Gott. Die Hunde! Oh Gott, ich bin. Ja, was habt's denn jetzt? Ich möchte doch bloß einen Ring Leone. Also, na ja, dann komme ich halt später nochmal. Komisch. Mein, bin ich jetzt erschrocken. War jetzt diese Martha Moser eine Halluzination oder war die echt? Auf alle Fälle muss ich mich von diesem Schock jetzt ganz langsam erholen. Aha! Da schau her! Ich wollte mich nur überzeugen, ob du nicht zu viel arbeitest. Keine Sorge, Chef, da passe ich schon auf. Ich habe heute nicht die Nerven dazu, dass ich mich mit dem Personal rumärgert. Ich hol meine Gattin. Tja. Also ich frage mich jetzt schon langsam, für was wir überhaupt eine Metzgereiverkäuferin haben, wie die nie da ist. Bloß weil bei ihrem Buben heute ein paar Windeln im Bauch rumgingen, muss ich wieder im Laden rumhocken. Du sollst da nicht da herin rumhocken. Du sollst hinter die Theke gehen. Ja, aber deshalb kommen auch nicht mehr Leute. Grüß Gott, Frau Stange. Grüß Gott, Frau Stange. Und? Was ist mit mir, hä? Warum? Was soll mit dir sein? Ja, mei, Frau Bläschl, Sie müssen schon die Gerti extra begrüßen. Seit wann? Grüß dich Gott, Gerti. Grüß Gott. Und auf Wiedersehen. Wieso auf Wiedersehen? Sei doch jetzt Sie da. Sie, Frau Stangl, ja. Haben Sie das schon gehört, was der Frieda wieder eingefallen ist? Ja, muss sie einen Basar machen für die dritte Welt. Ja. Also langsam wird schon richtig Schaftelhuhr, bringt die Frieda. Ja. Freilich weiß ich das, wo doch unser Thomas schon wochenlang Holzelefanten und andere Viecher aussägt. Was? Ja. So ein Schmarrn. Die Kinder in Afrika, die brauchen keine Holzelefanten, wenn sie echte gerade nur haben. Nein, das wird doch alles verkauft und der Erlös, der kommt nachher dann über. Freilich, und die Großkopferten kassieren's. Ja, meinet denn Sie, dass das in Afrika anders ist wie bei uns? Oh mei, jetzt ist das die ganz andere. Ja, grüß dein Gott, mein Land. Mei, das ist aber nett, dass wir uns einmal wieder sehen. Ja. Stellt's euch vor, oder wisst ihr es vielleicht schon? Stellen Sie einer vor, wir wissen's schon. So, ja, wisst ihr schon. Also ich gebe ja nichts für diesen Bazar, okay? Na, stellt euch vor, ich wollte nämlich der Frieda eine fast neue 8-jährige Bluse von mir geben. Wunderschön geblümt, gell? Dann sagt die doch glatt zu mir, so einen alten Haar, dann zirkt nicht einmal eine Nägermama an. Also was sagt man denn da dazu? So was muss man sich einmal vorstellen. Ja, wir stellen es uns vor. Ja, eben. Was ist denn da heute am Tag? Hallo, Bedienung! Hey. Ja, was ist denn? Wir brauchen nicht nochmal Anderslein da hinten. Bin ich vorn reinge. Ja und? Kann ich das vielleicht schmecken, oder was? Mein Gott, das ist ja wirklich fürchterlich. Na, sagt's einmal, sagt mir ja gar nichts mehr, gell? Sie mit ihrem Führerschein. Ja, genau. Ja, jetzt hat's ihn ja. Ja, und der Auto hat's auch schon zusammengebredet. Ach Mann, da ist ja doch der Baum direkt vor das Auto gerutscht. Sehr lustig, ja. So. Kriegen wir wieder ein T-Bone-Steak. Frau Bernstingl, hä? Sie, gell? Den Sie mir für ja nicht produzieren. Das mag ich absolut nicht. Geben Sie mir lieber zwei Kotelett. Ja. Mein Gatte bildet sich heute partout Kotelett ein. Ja. Dann soll das natürlich auch haben, gell? Ja. So, da la, also zwei Kotelett. Ja. 9 Mark, genau. Bitte? Ja. 9 Mark? Na ja, ist ja logisch. Der Führerschein muss ja auch finanziert werden, oder? Wiederschauen. Also eine unmögliche Person, die Birnstingel. Sagen Sie mal, Frau Leni, geben wir uns ja was für den Basar? Ich brauche was zum Beißen da drin und keine Holzviecherl. Leni, wir warten aufs Brot. Ja, da ist du. Aber du schau mal her, was für ein patziges Brot mir der Bäcker mitgegeben hat. Aber dem habe ich schon die Meinung geschaut. Ja, das wissen wir schon. Geh, bedienst du gleich weiter. Ja. Also, ich nehme jetzt einmal die Leber da.
Ein Leber. Ja. Na ja, dann geben Sie mir auch eine. Weißt du sowieso nicht, was gekommen so ist. Das stimmt. Was bin ich schuldig? 5 Mark. Was? Für jeden Jahr. Ja. Mal Leber. Vom Wiegen heute so wohl nichts mehr, was? Das habe ich im Gefühl. Ach so. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Also 5 Mark für ein Leber. Also wo gibt's das? Also die gingen mir vielleicht auf den Geist. Also die, da wärst du ja verrückt mit denen geschwätzt. Ja. Ich hätte gerne. Ein Ring, Leona. Also nichts hat sich in diesem Haus geändert. Alle sind noch so nervös, wie es waren. Aber ich krieg noch meinen Ring, Leona. Da, pass auf. Du, Opa. Ja. Schneid mir doch bitte ein Gulasch auf, ja? Ein Gulasch? Ja, weil heute koch nämlich ich. Okay, was tut es da so entsetzt? Weißt du, sag mal, kannst du deine Kocherei nicht auf die nächste Woche verschieben? Zurzeit ist der Doktor im Urlaub. Ach, Opa, also jetzt bin ich fast beleidigt. Schließlich habe ich schon öfter gekocht. Ja, das ist mir schon zu Ohren gekommen. Ja, aber heute esse ich nichts Warmes, ich mache mir heute ein bisschen Brotzeit, gell? Opa, was denn? Du isst heute auch mein Gulasch und danach sprechen wir uns wieder. Wenn ich dazu noch in der Lage bin, in Ordnung, ne? Du hast dein Gulasch, ja? Bussi. Bussi kriegst du keins, die ganze Woche nicht, Strafe muss sein. Was, Moment mal, hallo, Gulasch, gut, dass ich eine gute Konstitution habe. Mal, Grüß Gott. Aha. Herr Stange! Ja. Ja, da kann ich ja gleich fragen, ob mein Holz so fertig ist. Ja, Frau Frieda, einen kleinen Moment, da muss ich den Zoodirektor fragen. Ne? Ja. Silvi, ja, ruf mal einen Thomas in den Laden, gell? Na, wie geht's dazu? Wie geht's? Gibt's was Neues auf dem Pfarrhof? Na, eigentlich nicht. Ah ja, doch, ja. Der Kaplan muss sein Motorradl wieder abstoßen. Leider. Ach, okay. Ja. Wissen Sie, die Leute regen sich ja über alles auf, obwohl es ihnen gar nichts angeht. Mhm. Na ja, in unserem kleinen Ort, bis er mal so richtig droben sitzt und einmal Gas geben hat, muss ich ja schon wieder runter. Ja, was wahr ist, ist wahr, ja. Dabei hat er so flott ausgeschaut, mein unser Kaplan. Ja. Mit dem Helm und der Lederjacke. Ja. Kannst halt nichts machen. Die Putenbrust, da kriegt er. Na, Putenbrust kriegt, jawohl, da kriegt man eine gute Brust. Ich hätte gern. Ah, hier ist das. Unsere Bodenkosmetikerin ist wieder da. Fertig, oder? Also, sowas hat ja die Welt noch nicht gesehen, gell? Einen Rat, gute Frau, ging es wieder heim. In dem Laden, da kriegen sie nichts. Aber ich krieg noch meinen Ring, Leona. Was war jetzt das? Ja, der Herr hat meine Gebeten erhört, ja. Papa, was gibt's denn? Ja, gibt's, ja. Ja. Fräulein. Fräulein Frieda möchte gern wissen, was mit dem Zoo ist, ne? Ach so, ja, froh bin ich, wenn das Klump... Was? Ich mein, die Holzviecherl wieder weiter sind, ja. Seit einer Woche hänge ich mit der Laubsäge an den Holzelefanten. Ich komm mir vor wie im Kindergarten, gell? Ja, 2 Säcke voll sind's, Fräulein Frieda. Wollen Sie es gleich mitnehmen? Was? 2 Säcke voll? Das ist ja großartig. Mhm. Thomas, es ist wirklich ein gutes Werk. Mhm. Und eure Holzresteln sind auch verwertet, gell? Habt ihr schon angemalt? Angemalt? Ja, freilich, wir können doch nicht das nackte Holz verkaufen. Das gehört alles angestrichen. Elefanten grau, Zebra mit Streifen und Giraffen mit braunen Tupfen. Ja. So. Und wenn ihr es fertig habt, sagt mir Bescheid, gell? Ja. Für gut. Wiederschauen. Wiederschauen. Frieda. Ja. Was schaust du mich so blöd an? Ich mal's nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, die Frieda hat uns ja ein sauberes Ei reingelegt. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, du, wir haben doch einen großen Holzofen, die schieben wir allein, es gibt ein schönes Feuer. Ja, von wegen. Ich säg doch nicht umsonst die Holzelefanten aus. Du, ich sieg nichts anderes mehr als wie Rüssel. Überall, wo ich hinschau, Rüssel. Rüssel, wie ein Rüsselsheim, gell? Was, da blickt mein getrübtes Auge. Die Frau, ich bin überaus hoch erfreut. Na sowas, der Herr Birnstingel. Ich freue mich auch, Sie wiederzusehen. Ja, dann freut es mich ja ganz besonders. Gehen Sie zum Einkaufen? Wie meinen Sie? Soll ich Sie begleiten zur Metzgerei, Gnefrau? Vielen Dank, nicht notwendig. Ich stehe ja schon davor. Was für Metzger? Ach so, ja. Da können Sie nicht mehr verlaufen. Ja. Und wenn Sie ihn noch so anstrengen, gell? Ja, dann...
Tja, dann, man sieht sich sicher mal wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich mich erst. Alter! Grüß Gott, Frau Birnstingl. Ja, sag mal, was stehst denn du da so unmotiviert in der Gegend umeinander, ha? Ich mich meinst? Ja, freilich, wenn denn sonst, frag nicht so blöd. Wo möchtest du denn schon wieder hingehen? Ich geh zum Mühlbach und ersäufe mich. Aha. Naja, das war auch nicht so schlimm. Aber ausgerechnet heut, wo er seine frisch gedämpfte Hosen anhat. Also ich weiß nicht, das schmeckt irgendwie ganz anders als bei der Mama. Und du noch ein bisschen Gewürz rein? Nein, das mit einem Haufen, da stinkt's aber komisch. Was wollt's denn ihr da herin? Du gestattest schon, dass wir arbeiten, gell? Was stinkt denn da so? Hast du Zwiebeln noch brennen lassen? Was soll denn das sein? Ja, ein Gulasch, das sieht man doch. Was, ein Gulasch? Au! Ein Gulasch, Leni, schau dir mal die Farbe an. Ein Gulasch, aber du, genau so stelle ich mir meine Tapeten vor in der Bahn. Also jetzt schaut's bloß, dass es rauskommt. Schließlich muss ich mich ja konzentrieren, oder? Ah, ist das geht! Sie muss sich konzentrieren beim Gulasch kochen. Konzentrieren. Ein Gulasch, das war im Tiefschlaf. Also ihr seid wirklich gemeint. Anstatt dass man mit guten Ratschlägen zur Seite steht, hat's. Also gut, ich geb dir einen guten Ratschlag. Ja. Lass bleiben. Ich weiß nur ein bisschen. Schmeiß weg. Von uns ist er sowieso keiner. Ah, servus, Schwesterlein. Oha. Haben's dich heute zum Kochen abkommandiert. Lass mal schauen, was gibt's denn? UFOs. Unbekannte fleischähnliche Objekte. Sehr apart. Steffel, gib mir doch bitte mal den Kochlöffel her, ja? Aber gerne, liebe Schwester. Danke. Bitte schön. Ah, sag mal, spinnst du? Sag mal, was soll denn das überhaupt sein? Gulasch, das sei Steffel. Ja, das sieht man doch. Das soll nicht nur ein Gulasch sein, das ist ein Gulasch. Es schaut aus wie Gulasch und es schmeckt auch wie Gulasch. Tja, liebe Schwesterlein, was wahr ist, ist wahr. Allerdings sieht dieses Gericht in dem Topf da drüben nur sehr entfernt einem Gulasch ähnlich. Naja, wir haben ja noch die kleine, klitzekleine Chance, dass es wenigstens schmeckt wie ein Gulasch vielleicht. Ich meine, es geschehen noch Wunder. Was ist denn los, Schatz? Ist irgendwas passiert? Gibt's Probleme? Also, jetzt nimm sie in die Hand. Ja? Toni, bevor du fragst, in dem Topf befindet sich Gulasch. Nichts anderes als Gulasch, klar? Wenn's auch nicht so ausschaut. Toni, bitte, schmeiß augenblicklich alle miteinander raus, sonst krieg ich noch einen Schreikrampf. Okay, jetzt werd nicht hysterisch. Was soll das sein? Toni, ich warne dich. Alter, jetzt verschwind's mal alle miteinander, da. Nimm den Korb und geh in die Kammer. Geh, jetzt wo wir gerade so schön beim Tablecker waren. Toni, verschwind. Ja, Steffi, werd's bald. Hopp, hopp, hopp. Gulasch. Na komm, Dirndl. Jetzt schauen wir, was noch zu retten ist. Geh weiter. Also ehrlich gesagt, ein bisschen komisch schaut schon aus. Was war es, ist wahr, gell? Die Nudeln habe ich schon gekocht. Du meinst verkocht? Weißt was? Wir schauen ins Kochbuch rein. Hm? Also Thomas, sag einmal, wo hast denn da wieder hingehen? Was riecht denn da so komisch? Ich hab dir doch gesagt, kümmere dich selber drum. Ich verstehe ja so wenig davon, ne? Aber da stinkt's wirklich. Du, so ein Holz kauft man ganz einfach nicht. Ja. Aber dass ich einen fetten Auftrag an Land gezogen hat, das interessiert ja keinen, gell? Du, das ist eine höchste Zeit geworden. Du weißt was, Stefan? Du kannst in der nächsten Zeit deine Mist ganz allein machen. Wieso denn? Du bist doch immerhin mein Teilhaber, oder? Ja, auf dem Papier vielleicht. Du, zuerst lass mich jahrelang vom Opa schimpfen und jetzt magst du weiter. Weißt was? Bei der nächsten Gelegenheit, da seile ich mich ab, da kannst du Gift drauf nehmen. Da im Hof liegt ein Haufen wertloses Holz umeinander. Ha? Gut. Dann säge ich halt nochmal 5000 Holzelefanten aus. Was?
Da dazu wird das wertlose Holz schon taugen, gell? Vater, das Werk ist meine Sache, gell? Ah, heißt es, dass ich in meinem Haus nichts mehr zu sagen habe? Jetzt wärst du wieder unsachlich. Was denn? Streit's halt nicht, bitte. Ich streite nicht mit deinem Vater, ich wäre auch nicht unsachlich, aber es ist mein gutes Recht, dass ich mich über Missstände aufrege. Ja, was du ja bei jeder Gelegenheit jetzt, wisst was, rauf's ein Lohr weiter. Bleib sitzen! Was? Ich kann nicht allein streiten, ne? Du schon, Papa. Jetzt sind wir aber schnell wieder da gewesen, gell? Ja, ja. Die Familie so friedlich beieinander, schön. Hast du was anderes erwartet? Ha? Hast du mich schon vermisst, Schatzi? Du, das waren die längsten 2 Stunden meines Lebens. Wenn die zwar keinen Vogel haben, dann weiß ich nicht mehr. Jetzt haben wir andere Tapeten, gell? Ja, Gott sei Dank. Also dich kann man nicht einmal allein zum Tapeten-Einkauf verschicken. Kauft der Depp fürs ganze Haus Herzl-Tapeten. Ich halt's nicht aus. Ja, jetzt reg dich wieder ab. Was riecht denn da so gut? Was kochst denn du Feins? Echt? Sagt's uns, der Markus sagt auch, dass gut riecht, mein Gulasch. Was? Gulasch? Ja, um Gottes Willen. Na ja, denkt er nix, Madel, gell? Lass mal sehen. Na ja. Ja, also, ich werde dann einmal die Nummer vom Notarzt raussuchen, gell? Nur zur Sicherheit. Also, das war wirklich das allerletzte Mal in meinem ganzen Leben, dass ich für euch da herin gekocht hab. Peter? Ja? Was ist? Tapeten sind da. Schau, Papperle. Und deswegen schreist du mir? Mei, ist dieses Muster nicht wunderbar? Was? Das hat so einen sinnlichen Einschlag. Erna, du bist geschmacklos. Stimmt, sonst hätte ich dich nicht geheiratet. Voilà. Na? Ist das sogenannte Gulasch schon fertig? Ja, das ist schon lang fertig. Setz dich hin. Gut. So. Ha, das Essen ist fertig. Ja. Und mein Schatz hat gekocht. Warte mal. Wer von uns drei macht jetzt freiwillig einen Vorkoster? Naja, da ich ja absolutes Vertrauen als Ehemann zu meiner Ehefrau habe, opfere ich mich. Ja. Du, vorsichtshalber, die Nummer vom Tierarzt, die hängt am Telefon. Extra 2. So. Also. Mit was, mein Schatz? Hast du dieses Gulasch gewürzt? Und? Ja, mit Paprika heute. Ja. Ja, so wie es ist gehört. Ja. Liebling, das ist Zimt. Ja, was ist denn da heute wieder los? Kein Mensch da? Da bin ich etwa niemand? Oh Gott, mir ist immer noch übel. Also die Sylvie hat mir richtig leid dann. Ja, was meinst du, warum ich dieses Zeug runtergewürgt habe? Und was habe ich davon? Verdorbenen Magen. Oh. Wie man sich aber auch so daneben greifen kann. Ja, so eine schlechte Partie bin ich ja nun auch wieder nicht. Nein, ich meine doch den Zimt. Du, da hast aber jetzt echt Glück gehabt. So. Schönes Bierchen. Helles. Dankeschön. Du, jetzt erzähl doch mal von deiner Tapetenverkäuferin. Ja, da gibt's eigentlich noch nicht recht viel zum Erzählen. Also, Liebes. Bisschen mollert, aber haselnussbraune Augen hat. Oh Gott, da kann man ja glatt neidisch werden. So verliebt, wie du ausschaust. Na, ihr zwei, wie geht's euch? Also, ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich die ganze Geschichte mit Humor nehme. Obwohl, man hätte eigentlich aus dem Gulasch mit ein bisschen Ananas und Curry durchaus irgendwas Chinesisches machen können. Was? Na, Pfeilteufel. Das ist eigentlich so komisch, gell? Was? Dass ich jetzt zwischen meinen zwei Männern sitze. Weißt du, das ist dem Markus total egal. Der hat nämlich jetzt seine Herzl-Tapetenverkäuferin. Dass du vielleicht aus Versehen einmal deine preisische Pappen halten darfst. Stefan, jetzt regt ihr euch nicht schon wieder so auf. Ach, es ist doch nicht zu fassen, was sich dieser Mensch alles traut. Um was geht's denn, Papa? Ah, ja, um was geht's denn, Papa? Der Bürgermeister des Schlitzer, der hat sich schon wieder neue Stückel geleistet. Ja. Jetzt regt dich doch nicht schon wieder auf, da Peter. Ich nehm schon auf. Hast du den Stil gesehen, ha? Ja, ich bin ja gerade rein bei der Einfahrt. Ah ja, jetzt komm, jetzt red's nicht. Jetzt beruhigt euch. Dann überlegen wir uns, was wir machen. Ja, jetzt kriegst du mir überlegen, diesen Mann mach ich kalt. Ach. Ist von dem Gulasch noch was da? Opa!
Ja, könnte mir vielleicht mal einer sagen, was los ist? Sagt sie mal, habt ihr schon gesehen, dass für unsere Einfahrt ein absolutes Halteverbotsschild steht? Man kann weder mit unserem Privatauto... Ja, noch mit den LKWs draußen stehen bleiben. Den ruf ich jetzt sofort an, den erwürge ich durchs Telefon durch. Ja, das tust du. Ja. Wer hat denn das Schüttel von uns ausgestellt? Wo tut denn ich mein Sparkopé abstellen, ha? Ich halt's nicht aus. Seid's mir nicht besser, aber jetzt muss ich lachen. Ja, nicht bloß du, ich schon, ha? Du brauchst nicht lachen, gell? Ha? Sehr schön. Ja. Die ganze Familie Steingl zur Begrüßung da, das hätt's nicht brauchen. Erna ruft den Friedhof an. Sag mal, was schaut's mir denn alle so dumm an? Sag mal, Herr Bürgermeister, möchtest du vielleicht nicht wieder verdünnisieren, hä? Nein. Bürgermeister, mach ne Fliege, mein Schatz. Also, Bürgermeister, du bist schon eine besonders linke Bazille. Du kannst uns doch sicher erklären, woher dieses seltsame Schild da draußen kommt. Ja, das ist nämlich ein Halteverbotsschild, gell? Das habe ich in der Fahrschule gelernt. Herr Bürgermeister. Tja, Herrschaft, ich kann doch nichts dafür, dass die Straße ausgerechnet vom Stangl wird, so eng ist. Ja, ich hab die Straße nicht gebaut, oder? Ja, und außerdem, wie diese Straße asphaltiert worden ist, war der Stangl schon lang da. Das stimmt. Ja. Aber es geht einfach nicht, dass ihr die ohnehin enge Ortsdurchfahrt mit euren Autos noch zuparkt. Jetzt pass mal auf, vor unserem Haus ist noch keiner Stecker geblieben. Komm, Stefan. Ja, ja. Depp. Und außerdem kommt diese Entscheidung nicht von mir, sondern von der Verkehrsbehörde, die ich zugegebenermaßen von diesem Missstand unterrichtet habe. Es kommt der Tag, an dem ich... Was? Stangl! Ja. Wage es ja nicht, wage es nicht, deine Hände um den Hals des Bürgermeisters zu krallen. Lieber Gott im Himmel, kannst du mir bitte erklären, warum ausgerechnet immer dein Bodenpersonal für die Drecksarbeiten zuständig ist? Kann man euch keine Sekunde aus den Augen lassen? Liebe Frau Wirtin, eine wunderschöne halbe und zwei klitzekleine Verbindungsmänner. Ja. Jetzt nehmt's mal schon. Da hält der Trommler so Kartoffel. Oh, dieser entsetzliche Druck auf meinem Schädel. Na, Birnstingel, mit wem hast du dich denn schon wieder geprügelt, hä? Ich bin zu schwach. Erich, berichte du meine dramatische Rettung aus dem Mühlbach. Ja, was tust denn du im Mühlbach? Herr Pfarrer, ich glaube, der Lorenz braucht Ihren Beistand. Na ja, Quatsch und Schnaps brauche ich, weil ich doch an meinem Haar den nassen Tod entgangen bin. Oh, Retter kann sich ein Blödsinn. Der Mühlbach hat ja zurzeit überhaupt kein Wasser. Ja, also jetzt lasst euch berichten, gell? Also ich radle so mit meinem Radl nichts ahnend durch die linde Luft so dahin, nicht? Ja. Auf einmal sehe ich im Bach einen Sack. Der Sack war ich. Ja. Also ich drehe diesen Sack um, war tatsächlich dieser Sack er, nicht? Also ich hab natürlich auf den ersten Blick gesehen, dass dieser Verletzte eine blutende Verletzung am oberen Hinterkopf hat und besinnungslos ist. Hab augenblicklich reagiert und bin sofort zum Doktor hingeradelt und hab ihm alles erzählt. Aber der war nicht zu Hause. Was? Sag mal, machst du nicht noch länger jetzt sein, ha? Na ja, gern sitzt ich halt da. Rekomplation. Also ich radel also wieder zurück mit einem Notverband und da war dann schon die Hallacher-Fefe und hat unter Tränen berichtet, dass ihr Kind vom Lorenz aus dem Bach gezogen worden ist, weil der Knabe beim Spulen nämlich da reingefallen ist. Aber jetzt komm ich, jetzt gell. Ich hab todesmutig das Knäblein aus dem Mühlbach rausgezogen, bin aber dann selber ausgerutscht und mit dem Hirn am Stuhl aufgeschlagen. Mehr weiß ich nicht mehr. Aha. Erich, du Lebensretter. Ich, du lebst. Nein, ich bin der Held, verstehst du? Jawohl, ich bin's. Ja, richtig gut, dann bist du der Held. Es leben die zwei Helden. Aha. Der Erich und der Lorenz, sie leben. Ho, 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 ho. Wo ist mein Held? Die Frau macht kein solches Aufheben, ich mag das nicht. Ach, du bist so gut. Was war ist, ist wahr. Lenzeli, ist noch alles dran an dir? Ha? Alles vollzählig. Ja. Ach, ich bin ja so unsagbar stolz auf dich. Ha. Aber es ist wieder typisch. Ausgerechnet, du musst dann wieder deine frisch gedämpfte Hosen anhaben. Du Volldepp, du. Alte, was war ist, ist wahr.